Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung Mundpropaganda, was ist das? Als Mundpropaganda wird jegliche Kommunikation zwischen Individuen über Produkte, Dienstleistungen und Marken verstanden, welche jedoch kein kommerzielles Interesse verfolgt. Laut einer, zugegebenermaßen nicht ganz aktuellen Studie werden in der Finanzdienstleistungsbranche 96% der Neukunden über Empfehlungen gewonnen. In den letzten Jahren ist es hier sicherlich zu einigen Verschiebungen gekommen, aber nichtsdestotrotz hat das Empfehlungsmarketing auch heutzutage noch eine sehr, sehr große Bedeutung und auch eine sehr hohe Wirksamkeit und das bei relativ geringen Kosten. Das Empfehlungsmarketing wird in zwei Ausprägungsformen unterschieden. Einerseits kennen wir die aktive Empfehlung und andererseits die passive Empfehlung. Als aktive Empfehlung gilt, wenn der Verkäufer aktiv nach der Empfehlung fragt. Wenn er also das Gespräch bewusst dorthin steuert und den Empfehlungsbaustein ganz bewusst in der Kommunikation mit einbringt. Die passive Empfehlung hingegen bedeutet, dass der Kunde ohne Nachfragen einen oder aber auch mehrere Namen mit der Bitte nennt, diese Person zu kontaktieren und diese ebenfalls über das Angebot oder das besprochene Angebot zu informieren. In der Praxis habe ich leider sehr, sehr häufig die Erfahrung machen müssen, dass es zahlreichen Verkäufern aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr schwer fällt, aktiv nach Empfehlungen zu fragen. Aus diesem Grund ist meine Empfehlung an Sie: Haben Sie keine Angst, überwinden Sie sich und fragen Sie aktiv nach Empfehlungen. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie ein Nein erhalten. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal Business Fragen abonnieren. Klicken Sie hier für einfach links oder rechts unten auf den Abonnieren-Button, je nachdem, wo er angezeigt wird. Vielen Dank und bis bald!